Hallo und ich begrüße euch zu dem nächsten Spiel mit dem Flo im The Climb in the DoQ. Ich grüße dich. Guten Morgen. Wir spielen eine Ashe Morgana Botlane gegen eine Caitlyn Nami. Ashe ist übrigens der ADC, mit dem ihr am besten die Rolle üben könnt, weil euer komplettes Kit nur auf das Kiten ausgelegt ist. Ich bin gespannt. Ich habe ein Auge auf dich. Viel Spaß. Yeah. Let's make Ding ein. Okay. Next Level Tactics. Wow, ja, der Master Yi, der packt die Tactics aus, du. Das ist ja. Holy moly. Ich meine, in manchen Punkten ist es ganz klug, den Gegner denken zu lassen, dass man einen Fake Pull hier oder einen Fake Pull da hat, aber. Ganz ehrlich, no. Ja. Wait, die hat mit der Bubble angefangen? Faltet uns ruhig, das ist genau das, was wir wollen. Also ihr seid mit Ashe auf der Lane ein richtig krasser Lane-Bully. Und das könnt ihr gegen eine Caitlyn vor allem echt gut ausspielen. Wir schauen jetzt mal, dass wir schnell auf das Level 2 kommen. Bitteschön. Okay. Okay. Ich hätte die rein theoretisch nach vorne flashen können. Du, das waren gerade 3 Sams für Ignite. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber hier auf die Q von mir war sie ein bisschen gefasst. Das war schon interessant von der Caitlyn. Und gut auch gemacht. Okay, wir zonen hier. Ich treffe sogar noch. Ich muss mit Ashe mal erst wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe tatsächlich diesen Champion schon ewig lang nicht mehr gespielt. Oh, da. Das muss ich mal flashen. Bleib kurz hinten, bis mein Pot gelaufen ist. Jupp. Ich war schon auf dem Heal drauf. Wir haben noch Heal. Cool. Ja. Natürlich. Ich warte das Mana Flow Band jetzt auch noch. Ah ja, da ist es schon sehr gut. Den Sidesteps hat sie. Immerhin etwas. Wie viel brauchst du noch? Ich habe 660. Also das ist für mich ein komplett schlechter Backboard. Da ist ein Wort drin. Ja, aber ich habe gerade 400 und ich würde fast auf Mana-Rack spielen wollen. In der Situation. Du könntest... Ja. Ist nicht nötig. Dann spam ich halt ein bisschen weniger. Ja, oh, die Caitlyn, die hat ihre Sidesteps. Okay. Die hat ihre Sidesteps. Ich würde jetzt gerne Mana Flow Band abwarten, aber tatsächlich sehe ich hier eine gute Methode, mich wieder ein bisschen hochzuheilen. Wie viel Mana hatten die Nami noch? Zu viel, viel zu viel. Ah, okay, I see. Zu viel für alles. Na? Okay. Also im Dodgen sind die Kollegen echt nicht schlecht. Ja, die sind da echt gut unterwegs, muss man sagen. Das erwartet man, das hört sich jetzt wieder richtig toxisch an, aber das erwartet man in der Elo eigentlich nicht. Na gut, dass mal so ein Lucky Dodge dabei ist, ja, aber so konstant wie die das machen. Ja, vor allem auch in der Position. Gut, das ist immer so eine Situation, da weißt du, dass du dodgen musst. Ja, da kannst du dich so ein klein bisschen drauf vorbereiten. Nicht getroffen? Yep. Jetzt ist hier gewordet. Nami, die spielt schon immer ein bisschen mit ihrem Leben, muss man sagen. Genauso wie ich, aber das gehört zu meinen Aufgaben. Wann hast du wieder dein Schild? Hab ich. Ignite. 8. Okay. Trotzdem ist hier Wishen, wenn da ein kleiner Fehler passiert. Ja, wir sind beide gerade ziemlich low. Da merkt man halt doch ein klein bisschen, dass die den Sustain-Vorteil hier haben. Über die Nami. Auf jeden Fall, ja.
Das merkt man hier schon stark. Aber das kriegen wir schon. Ich habe es jetzt meine E übrigens noch nicht geskillt, ne? Dass du es weißt. Die ist da noch. War doch, ich wusste es, dass die noch höher ist. Das ist so klar. Aber die hat auch ein Heal, das heißt, die hat im Moment einen Health Pool von etwa 400. Yep. Mana Flow Band ist wieder da. Ich hätte es echt auch mitnehmen sollen, wenn ich gewusst habe, dass wir so lange auf der Lane sind, dass wir nicht zurückgehen. Okay. Die müssen jetzt die Sams auch wieder ab. Ja klar, wenn ich Ignite wieder hab, das einzige was nicht ist, ist der Flash. Ach, wie lange hast du noch auf dem Flash? 60. Ah, dann... Ah, ist close. Hat sie aber gleich wieder ab. Das wird knapp, vor allem auch mit dem Ding. Mit deinem Level 6. Kurz hier wieder hochheilen. Denn wir heilen uns ja nur noch an großen Minions, Cannon Minions und Champions hoch. Kommt da was? Ich weiß nicht. Feels like. Das Movement war halt von ihr schon so, wie wenn gleich was kommt, ja. Boom. Headshot. Ja, eine etwas, farmlastige entspannte Lane, ja. Ich meine, Caitlyn und ich profitieren davon. Ja, die sind von Regis-Set. Ach, nice. Ja. Und dann noch testen? Nee, die sind echt zurückgegangen. Das ist jetzt für uns sogar besser wie für die, weil die hätten uns locker noch pressuren können. Mit dem Sustain. Weil die Nami war ja vom Mana her fast voll. Wieder. Ja, yep, definitiv. Naja, ich nehme das gerne an. So. Ich nehme das gerne an, dann habe ich endlich meine Regeneration in alle Richtungen. Das finde ich ganz gut. Caitlyn hat keine Boots für dich, ne? Spielt die auf. Wait, die Nami hat auch keine Boots? Ist das ein sinnvoller Einkauf bei der Nami? Na, die hat Inspiration dabei. Ich denke, die hat Schuhe dabei. Also Magical. Ah, okay. Ach, das kann sein. Du Ulti, du. Sobald ich in Range bin, bitte erst. So. Hashtag, sobald ich in Range bin. Oh, meine. Geil. Hallo. Aber das ist für mich auch okay. Nein, je. Nein, böser je, doofer je, blöder je. Nicht wahr. Ja, das ist einfach nur ein Trade. Der Kill geht an den Supporter, aber insgesamt kriegen die halt einfach da 450 Gold raus. Yep. Aus diesem Trade. Also, es ist gerade richtig geschenkt gewesen. Gut, die Wave kriegen wir an den Turm und Zone können wir ein bisschen Vision machen. Ich hätte nochmal einen freien Backport, den ich nutzen würde, aus dem Grund, weil ich jetzt noch meine Boots holen kann. Die sind mir ganz wichtig auf Ashe am Anfang. Weil du, wie schon gesagt, musst mit Ashe kiten können und mit den Boots ist es dann ein bisschen einfacher. Außerdem kann ich jetzt natürlich auch besser traden und die Nami-Bubble sidesteppen. Aber jetzt sind wir so bei dem Spot, wo wir mit Ashe auch eine Caitlyn-Nami-Lane, weil eine Caitlyn-Nami-Lane ist ja eigentlich auch dafür bekannt, sehr viel Pressure auf der Lane zu haben. Jetzt könnten wir die rein theoretisch versuchen rauszudrücken. Ich habe Ulti in 20 Sekunden. Wieder. Ja, dann warte ich das noch ab. Ich habe meine ja nicht genutzt. Yep. Was gewordet. Ich hau hier einen Control Ward rein. Okidoki. Oh, wo sind die? Ja, da hättest du nicht Warden brauchen. Da ist mir der hier gerade lieber. Können wir? Ja. Fahren. Die haben wir. 3. Boah, ich setze auf Udyr. Okay. So setze ich es nicht auf Udyr, wenn der dich anflasht. Oh, ich hätte noch, ich hab noch einen Flash, aber... Ja, es ist schwierig in der Situation. Ich wusste nicht, ob er noch Flash hat. Und zweitens dachte ich nicht, dass er schon, dass ich noch drauf reagieren kann, nachdem er mich anflasht.
Mehr kannst du aber ja nicht, ist ja mit Auto-Attack praktisch. Instant schon dran. Das war sogar ganz auf Tower. Aber es ist okay, die Caitlyn könnte jetzt eventuell Top-Link kommen. Per Pop Baby Swap. Aber rein theoretisch ist die Riven in der Lage, wenn die swappen, beide zu killen. Die Riven ist echt gut im Game. Mhm. Und wenn sie es hier richtig macht, dann killen wir jetzt auch erstmal. Ja, wir kriegen den Flash zumindest hier raus. Als erstes. Tatsächlich ist die Caitlyn nicht geswappt. Okay. Das ist dumm von ihr. Dann ist er hier oben unter der Pressure ein bisschen. So, wir können da locker pressuren. Wir setzen jetzt einfach noch einen normalen Ward rein, damit ich noch weiß, dass, wo die sind. So. Kann, soll ich eine Lucky Ult hochschießen? Nee, ist schon vorbei dafür. Wir pressuren hier ja im Prinzip nur. Nami hat keine Ulti mehr. Warum ist der Yi nicht mehr bei dir unten? Der ist doch vorhin mit dir runtergegangen. Oh, ich, ja. hätte hier sogar ulten können. Dann wäre sie tot gewesen. Ja, wir kriegen Turm dafür. Wir kriegen hier den Turm. Ich ping mal noch den Herald. Vielleicht kommt da wer mit. Ey, haben wir ein bisschen outplayed. Ja gut, die Syrah, die ist unfassbar stark gerade. Ja. Ja, die Syrah hat nur Q-Pflanze casten müssen. Also er hat nicht mal die Q treffen müssen, ich hätte einfach nur die Pflanze gebraucht. Und ich habe die zwei da gerade. Oh, hola, die zwei hard outplayed. Das, was die jetzt hier gemacht haben, das war komplettes Overextenden. Rein theoretisch, wenn der Yi da geblieben wäre, hätte er von hinten einfach auf die Caitlyn. Okay. Auf die Caitlyn draufrennen können und hätte die beiden hätten die zu Tod locker killen können. Ja, deswegen hat es mich gewundert. Gegner am Drachen dafür. Ah, okay. Bist du das? Wait, what? Hm? Bist du das gerade komplett erstmal nicht reingelaufen? Der ist so halb AFK. Auch interessant. Kurz die Mini jetzt ein bisschen vorbereiten, damit wir die gleich am Turm nehmen können. Ich habe jetzt hier den Red Buff genommen, nicht deswegen, weil ich den haben will, sondern eher, weil der Yi immer noch im Topside-Jungle war und die gerade alle in der Nähe waren. Und ich jetzt nicht unbedingt wollte, dass die Gegner den Red Buff einfach so bekommen. Apropos in der Nähe. Die sind in der Mitte. Ja, ich musste gerade nur den Slow pushen, den noch. Achso, die Syrah ist ja... Ah, nevermind. Ja, leider. Das habe ich vergessen. Ja, da stellt man sich. Schau, was davor. Mich diese Situation gerade noch erinnert. Ja, ja. Das war einfach ein legendärer Flash. Ja. Mal kurz hochgehen, um zumindest den Push hier an T2 zu beantworten. Komm dann mit dem Runans hier entgegen. Die halt wirklich gerade alles hier hinsetzen. Ja, das Problem ist halt, dass die AFK ist. Das ist ganz, ganz schlicht. Ja. Ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt auf den Runans First gehen, weil zurzeit andere Sachen stärker sind. Aber, What? Really? Immer ein klein bisschen vorausbleiben. Habt's, oder? Ja. Oh, schade. Yeah, what the heck are you doing? Ey, der bleibt am Sion dran. Ich glaub's gleich. Ja, ach, Gott sei Dank. Niemals an den toten Sion dranbleiben. Der tötet euch.
Ja. Und das, dass die Syra jetzt AFK war, hat uns sau viel gekostet. Die haben dadurch ein komplettes Comeback haben können. Oder haben sie ja. Ja. Würde ich jetzt nicht ganz so drastisch sehen. Nicht ganz so, aber naja. Zum Beispiel, als Ash wollte er eigentlich immer erst den Essence Reaver rushen und danach erst auf das Seal-Item gehen. Ich bin jetzt aber aus dem Grund, dass sie AFK ist, auf das Seal-Item schon gegangen, beziehungsweise speziell auf den Runans, damit wir noch ein bisschen mehr Wave-Clear haben. Weil ich wusste ja nicht, wie lang die gute Frau noch AFK ist. Wenn die jetzt noch, keine Ahnung, 3-4 Minuten länger AFK gewesen wäre, dann hätte sich das ausgezahlt. So hätte ich eigentlich trotzdem auf den Essence Reaver first gehen können. Aber mei. Ich habe jetzt nicht so schlimm. Redemption. Ich finde es immer ganz interessant, dass es da ein klein bisschen die Kontroverse gibt, was man als erstes geht, ob jetzt Redemption oder Ardent Sensor als erstes Pflicht ist. Eine Pflicht gibt es ja im Endeffekt nicht. Weil ich persönlich bin meistens der Redemption-Spieler, weil ich dann wesentlich länger in den Kämpfen bleiben kann, wegen der Mana-Regeneration. Ist immer ganz, ganz interessant zu sehen. Ich finde tatsächlich auch allgemein Redemption als erstes stärker wie jetzt ein Ardent Sensor. Der Sustain ist einfach gut. Der Überraschungseffekt. Kann man den snipen? Nee, kann. No. Ja, dann kommt halt noch der Heal dazu. Ach. Jeder stirbt jetzt gerade einmal solo, weil er einfach an unterschiedlichen Punkten was versucht wurde. Und der Yi halt nicht in der Lage ist, einen Udyr, der 5-0 steht, zu fighten. Ah, der will mich anflashen. Wahrscheinlich. Ja, jetzt haben sie ihr Comeback. Definitiv. Leute, Botline dürfen. Please. Naja, ich kann hier noch ein Ward clearen. Wir hatten da tatsächlich hier auch eine. Ja, die Caitlyn gecatcht eigentlich. Kannst die Botline pushen, ich halte den ein bisschen weg. Ja, nimm nur alles Gold, was ich krieg mit. Ja, klar. I'll have my revenge. Das hier ist gefährlich, weil ich nicht. Oh, weiß, wir haben jetzt Sense Reaver. Ob das der ist hier gut, um die Ecke steht. Ach, Riven. Kind. Und in die Caitlyn Trap und tot. Der Yi ist halt auch richtig retarded, dass der da die ganze Zeit dann auch pinkt und so gesehen der passive Flame. Kann ich den Rap-Buff noch machen? Sure? Ja. Cool. Hier ist die Vision. Sie wissen gerade, ja gut, die machen jetzt eh erst einen Drachen noch. Gehe ich erstmal noch zurück. So, ich habe jetzt meine Damage Spells alle auf Stufe 5. Ich fange jetzt mal an, die E zu leveln. Es ist übrigens Spielervariant. Ich meine, wenn ihr beispielsweise einen Jungler im Gegnerteam habt, der early richtig stark zum Ganken ist, dann skillt auf jeden Fall die E einmal. Damit könnt ihr auf jeden Fall immer spotten, wo er zum Beispiel gerade ist. Aber ich meine, Udyr im Early Game ist halt ein Jungler, der so gut wie nie gankt. Eigentlich. Gefühlt. Ich gehe da direkt rein. Ich habe gerade nur gesehen, dass du noch so lange in der Bubble warst, da wollte ich nicht riskieren. Ja, alles cool, alles gut, alles gut. Wollen wir den Tower noch pushen? Ja. Obwohl, ja, schön. Geht doch, Kinders. Das hier war dann tatsächlich ein Kill Secure. Damit man ja ADC hier nicht noch stirbt. Ja, können wir gleich reingehen. Die Bubble hätte ich einfach nur sidesteppen müssen, aber ich hatte gerade einen zu krassen Tunnelblick auf die gute
Caitlyn. Mit Ashe könnt ihr alles lernen. Kiten, Movement. Ja, ist ja auch so. Mit Ashe. Ja. Ich wollte es nur nochmal von Anfang wiederholen, damit das in Erinnerung ist. Fühl dich gepinkt. Ja, ist okay. Ich fühle mich weggeflasht. Okay. Die Flash-Bubble konnte ich leider nicht sidesteppen. Ja. Das war ein Overextend. Clean. Overextended. Ja. Da. Leider. Ich habe mich halt sicher gefühlt, weil ich hier gerade die Nami einmal getroffen habe. Also, hab dann gedacht, ich kann da vielleicht drauf gehen. War jetzt nicht so schön. Die kann aber im Prinzip nicht viel machen. Die pingen zwar gerade auch alle auf den Baron. Aber wir haben gesehen, dass die Caitlyn noch bis zumindest zu diesem Punkt hier gepusht hat. Das heißt, bis die dann wirklich dort wäre, dauert's. Die könnten den gerade höchstens zu zweit machen. Was sie vielleicht halt tatsächlich auch machen. Ja, da fliegt gerade was hin. Ist alles gut. Wir haben Botlane halt einen fetten Slowpush. Gegen uns, ja. Eigentlich würde ich den gern clearen. Aber das kann ich nicht. Da. Ja, sie geht weg. Den kriegen wir aber noch. Oder sie kriegt den zumindest. Hier kann ich mein Control Ward reinsetzen. Da unter Einsatz meines Lebens. Einen Stay! Ward. Hallo! Oh. Naja, zumindest. Ja, dann killen wir den. Zumindest Tier 2, das war schön. Und der Einsatz meines Lebens ein Double Kill geholt. Oder sowas in der Richtung. Okay, ihr da. Damit leben gerade nur noch zwei. Du kannst also praktisch die Wave auch zum Slowpush verwandeln erst noch. Ich habe jetzt gerade nicht gerechnet, dass der Ude die Cyrushen one-shottet. Holy moly, du. Ah, wir clean. Wir sehen wieder einen Yi, der sehr ambitioniert gegen. Ich komme entgegen, aber brauche ich nicht. Okay, gut. Der sehr ambitioniert gegen einen Toten kämpft. Inting. Also ihr dürft halt, ich meine, der TF steht 0-8. Und ich stand 4-2. Der Punkt bei mir ist aber, ich habe einen Minutenfarm, also einen perfekten Farm für eine Solo-Queue. Ich mache halt, und sozusagen 100 Farm mehr wie der TF. Warum sollte der mich anulten? Macht halt null Sinn, das ist ja klar, dass er da das 1v1 haushoch verliert. Ja, klar für dich, aber für ihn war es nicht so klar. Also ich habe jetzt meine drei Items, Caitlyn aber auch noch. Ja, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas trappen kann. Also ich bin stärker wie Caitlyn, weil meine drei Items sind teurer wie ihre. Vom Crit her. Ja, sie hat natürlich mehr Attack Speed. Der hat übrigens keinen Flash. Dafür geht's bei ihr mehr auf, ja. Geh doch dann ran! Och, ich hasse es nichts mehr, als sie, dass ich mein Schild verschwende. TF ist Botlane, TF ist Botlane, wieso machen wir nicht Baron? Der hat doch kein Ulti. Hast gerade ein paar Crits gespürt? Ja, wobei ich halt auch null Rüstung habe, von dem her. Ist es so oder so schmerzhaft? Schade. Oh shit. Oh oh. Kann das nur dir gerade geben, das Schild, ne? What? Da war eine Trap! Ja, um Gottes Willen. Alles gut. Joa. Das müssen wir ein bisschen klüger spielen. Die Herren sind halt echt stark am Reihenenden. Es muss auch nur einer von diesen Bruisern mal das Vertrauen haben, ranzugehen. Auf mein Schild zu vertrauen.
Ah, die hat geflasht. Wir müssen einfach nur mal das Vertrauen haben. What? Come on. Fix the vision. Mach doch den. Hallo. Ich weiß nicht. Nee, zusammen kann man den nicht machen. Solo Q. Immerhin hat er es geschafft. Ich meine. Da bist du. Bist du. Sag mal. Wir sollen das tanken. Oha, aua. Der da jetzt. Und Gott sei Dank heile ich mich an dem, aber. Bitte. Natürlich haben die Gegner den. Oh Gott. Ah, vielleicht da. Schade. Heilige Mutter Gottes, der Solo-Q. Yikes. Das war ein Free Baron und der verkackte Smite. Ja, das ist... Ah! Ja! Ich heul. Oh Gott, oh Gott. Heilige Mutter im Himmel. Ich meine, das war der freiste Baron seit, ne? Ewigkeiten hier. Dominate. Ein bisschen Vision. Bringt uns noch nichts. Backport. Soll ich auf Lifesteal gehen? Ich habe Affins, also von mir kriegst du ein bisschen Sustain, aber... Ach Kinder, nicht alle in die Caitlyn. Oh, Wortwahl. Okay. Ich gehe 100% Crit. Okay. Ich bin schon auf 40%, das heißt, meine nächsten Punkte gehen noch aufs Schild, ja, aber... Da ist gut hier. Dot. So schlimm ist er gar nicht, der hat Warrior dabei. Dürfte wahrscheinlich hier sein, oder? Na, ja, kann beiden sein. Das ist so schlimm ist er gar nicht, der hat Warrior dabei. Der one-tappt mich. Wenn mich einmal stand, bin ich tot. Nee. Mich schon? Ach. Hast du Ulti? Dann mach das. Was für eine Caitlyn. Was für eine Caitlyn. Wir gehen. Ach, nee. Das sind zu viele Question Marks in dem Spiel auf einmal. Der Yi wird gleich out rechts klickt auf der Botlane. Wir müssen da Base und da helfen. Das sind doch Super Minions. Da muss man eigentlich nur einen abstellen. Wir können halt irgendwie nichts machen. So, wir sind ja gerade in der Situation, wo die Gegner uns komplett unter Kontrolle haben. Und aus dieser Situation müssen wir jetzt erstmal wieder rauskommen. Ja, es dauert. Und man muss halt immer wieder diesen Udyr Split Push relativ zeitig beantworten. Definitiv. Nein, die Cyber hat das hier übrigens immer wieder mit einem W mal kurz rein, ob da jemand drin steht. Da habe ich nämlich nicht so Bock, das zu checken. Das zu face checken, das wäre tödlich für mich. Ja, wir pushen die Toplane wieder raus. Na, wir haben jetzt hier genug Kontrolle erstmal. Über den so viel noch. Dann habe ich meinen Phantom Dancer. Das sieht nicht vor. Ja, der Baron, der muss erst mal ablaufen. Design ist Top Lane. Ah, das Lifesteal. Plus Nami Heals. Oh, der Fight ist Zucker. Die Heals. Weißt du, was das Schöne war an dem Kampf? Hä? Das. Alter! Get me out! Dass ich zuvor mit einem Q die Caitlyn getroffen habe. Die konnte in dem Kampf nichts machen eigentlich. Yep. Das war schön. Das war halt die Wombo-Kombo, die wir haben. Wir haben halt einen unbandigen Burst-Damage mit der Kombo. Und da so carried man als Supporter, indem man teilweise die Gegner auch einfach nur aus dem Kampf hält. Karin heißt nicht töten. Oh ja. Karin heißt kontrollieren als Supporter. Wir können aber nicht finishen. Nö. Müssen wir auch nicht.
Wir haben dadurch genug Druck. Ich muss im Prinzip auch gerade nichts weiter einkaufen. TP top anscheinend. Da geben wir mal noch ein Ding dazu. Kriegen wir ein klein bisschen Gold. So, wir haben jetzt unseren 100% Crit und noch unser Vampire Scepter. Ich hole mir jetzt den Red Buff noch, weil ich bin jetzt super strong. Also, ich finde Ashe ist so ein bisschen... Du bist ein starker Lane-Bully. Aber dann zum Mid-Game hin fällst du halt meines Erachtens sau stark ab. Ja, aber dann, sobald du wie eine Sivir wieder deine 100% Crit hast, bist du ein Monster. Also bist du halt ein richtiges Monster. Ich gewährt gegen wegen dem Sire noch auf, übrigens, mein, obwohl eigentlich möchte ich auf eine Q. Wenn ich Black Shields bekomme, dann gehe ich nicht auf QSS. Da ist ein Wort noch. Ja, aber der läuft gleich ab. Ich hätte eigentlich gerne den hier. Kein Black Shield mehr für dich. Ja, das ist süß, Sion, dass du es probiert hast. So, wer braucht ein Schild? Keiner hier? Du kriegst ein Schild. Machst du Kills. Mitte durch. Oh, der Drache, aber der Drache. Na gut, dann gehe ich halt. Auch wenn es eine Lieblingsdrache ist, das finishen wir jetzt. Es waren schon so viele von meinen Lieblingsdrachen im Spiel und keinen habe ich bekommen. Das ist jetzt übrigens Ashe. Einmal Sloan. Und jetzt flashen wir dahin, damit wir einfach die Situation behalten können. So. Ihr dürft euch übrigens die Tage auch auf euren Sound-Support freuen. Denn diesen wollte ich eigentlich die Runde spielen und dann hat der Schlawiner da oben den genommen. Such top-lane things. Ja. Tja. Da hat sich halt vor allem aber auch der Twisted Fate oft selbst überschätzt. Sehr, sehr hart. Good job. Schön. Mehr oder weniger. Ich fand das Spiel grausam. Es war grausam. Ja. Es hat einfach viel zu lang gedauert. Ich meine, okay, der Syra AFK. Ich meine, ich glaube, die hatte ja die C oder so. Aber die. Wenn ihr schlechtes Internet habt, dann überlegt euch, ob ihr LOL spielt. Weil sowas kann euch auch die Games verlieren. Das ich würde jetzt auch mal wirklich sagen, dass wenn wir jetzt eine normale Gold 4 Leute wären, dass wir das Game auch verloren hätten. Weil die haben halt in der Zeit, nach, also wo die Syra AFK war, plus dann die nächsten 5 Minuten ultra viel Geld bekommen. Ja, durchaus. Das Problem war halt auch, sie hat danach gedacht, sie ist immer noch gefeedet, weil sie halt ihre paar Kills hatte. Und dann ist sie in eine Situation reingeflasht, wo ich mir denke, nein! Verdammt, sie hat's getan. Ja. Und dann halt jeder sich einmal catchen lassen. Aber gut. Hat ja alles noch sich zum Besseren gewendet. Yep. Wie gesagt, die Tage gibt's ein paar noch einmal Sion Support. Den möchte ich unbedingt mal eine Runde spielen, denn der ist durchaus mächtig. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man den Pick an sich auf der Lane und so gut ausspielt, dann hat man da ultra krassen Damage-Potenzial. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao, ciao. Tschüss, gemäß.